Die Baselstadt ist sehr begehrt, es hat wenig leere Wohnungen. Zum Glück ist es ein bisschen gestiegen, wir sind etwa bei 1%. Wieso ist das der Fall? Weil wir zunehmend Areal umnutzen, Industrieareal, aber auch ganze Spitäler, wie wir es da hinten sehen, Felix-Platter-Spital, da entstehen schon bald 500 preisgünstige Wohnungen. Preisgünstiger Wohnbau ist ja ein Thema, das uns nicht nur im Kanton beschäftigt, sondern auch auf nationaler Ebene werden wir ja schon bald darüber abstimmen dürfen. Das Klein Basel West ist eines der Quartiere, das am stärksten das Wachstum hatte. Es ist ein Quartier, das lebt. Es hat viele, die zuziehen. Es hat viele, die ihre Wohnungen umbauen. Es hat viele coole Restaurants und Bars. Also das ist heute wirklich ein Ort, wo man hergeht. Wer hat vor 20 Jahren gedacht, dass wir mal über Klein Basel reden? Und jetzt ist es das Quartier, das die grösste Entwicklung hatte. Die Preise haben sich fast verdoppelt. Es wird viel umgenutzt. Wohnungen werden neu hergerichtet. Restaurants entstehen, Bars entstehen. Nein, ist es gerade am Fluss. Also wirklich ein super Quartier, wo man den Preis sogar noch zahlen kann. Obwohl 1,1 Millionen für eine Eigentumswohnung schon ein stolzer Preis ist. Ja, über 75% der Leute, die im Kanton Basel-Stadt wohnen, sind Mieter. In der Stadt sind es über 80%. Und es gibt gute Nachrichten für die Mieter. Die Miete gehen oben ab. Das heisst nicht, dass es billig wäre. Gerade hier im Bruderholz war es schon immer eher teuer. Eine Wohnung kann schnell 1800 Franken sein, eine Dreizimmerwohnung. In der Stadt können wir bis 2000, 2200 gehen sogar. Von dem her, es wird ein bisschen billiger, es ist wegen dem noch nicht günstig. Aber gute Nachricht, trotzdem Mitte Jahr Referenzzinssatzsenkung, da besteht wieder die Möglichkeit, eine Senkung der Miete können zu verlangen. Von dem her kann man sagen, 2020, was Mieter anbelangt, könnte fast das Jahr vom Mieter werden.